Mein Po gefällt mir noch nicht. Mein unterer Bauch ist echt eine Katastrophe. Da hinten der Oberarm, der sieht furchtbar aus. Oh, und dann habe ich echt so dünne Unterarme. Oh, meine Oberschenkel, die sind viel zu dick. Und meine Waden, die sind furchtbar. Die sehen furchtbar aus. Mein Bizeps, der ist viel zu klein. Meine Brust, Alter, meine Brust, die sieht so beschissen aus. Wenn ich mich im Spiegel sehe, ich sehe echt noch total scheiße aus. Fuck, am unteren Rücken habe ich noch so viel Fett und da hinten diese Flanken, die pissen mich so an. Ich erreiche einfach nicht das, was ich möchte. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Personentrainer Andreas Gimbacher aus Karlsruhe. Heute mit einem sensiblen Thema. Ein für mich sehr trauriges Thema, sehr sensibles Thema. Achtung, ich male euch mal was an. Also stellt euch vor, Frau 35 oder 40 Jahre alt, zwei Kinder, verheiratet, eben einfach im normalen Leben stecken, kommt zu mir, ist bei 1,65 Meter, hat 75 Kilo. 75 Kilo Einstiegsgewicht, ein halbes Jahr später hat sie 65 Kilo, 10 Kilo weniger, okay? Ich schreibe euch mal hier hin die 65 Kilo. Schöner roter Rahmen außenrum. So. So, 65 Kilo, okay? Ja, und was ist da? Okay, also hier unten am Bauch, der sieht grausam aus. Dann habe ich hier hinten noch so eine Speckschicht am Po, dann habe ich noch einen Oberarm hier, das sieht alles furchtbar grausam aus. Es ist furchtbar grausam, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich bin völlig verzweifelt. Und immer wenn ich vorm Spiegel stehe, sehe ich genau diese Punkte. Warum kann ich nicht das erreichen, was ich möchte? Ich bin so unglücklich. Stopp. Achtung. 65 Kilo, okay. Dann frage ich, wie schaut es aus mit deinem Zeitmanagement? Gehst du regelmäßig ins Studio? Gehst du oder isst du regelmäßig in Zeiten? Ja klar, logisch. Dreimal in der Woche ins Studio, zu festen Zeiten, habe alles drumherum geplant. Ich esse dreimal am Tag. Ich bereite mein Essen sogar abends vor. Wow. Sag, das ist gut. Also du hast ein gutes Zeitmanagement. Ja, Andreas, ich habe alles, was du gesagt hast, umgesetzt zum Thema Zeitmanagement. Okay. Zeitmanagement funktioniert, okay? Zeitmanagement funktioniert. Dann meine Frage, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Was macht deine allgemeine Fitness, wie ist das Treppenlaufen, wenn du mit Kindern spielst und so, wie fühlst du dich? Oh, Andreas, das ist schon viel besser geworden. Ich fühle mich echt schon viel, viel besser. Also, allgemeine Fitness, AF, viel besser. Dann kommt die nächste Frage, das sage ich, du, wie sieht es eigentlich aus, soziales Umfeld? Reagieren die schon auf dich? Ja klar, die fragen mich alle, wie ich das mache und sieht echt schon gut aus, hast toll abgenommen. Soziales Umfeld funktioniert, das heißt, du wirst gesehen. Ja klar, 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 logisch. Also, soziales Umfeld funktioniert auch, okay? Dann meine nächste Frage, wie ist es eigentlich so mit den Kleidern? Hast du schon einen anderen Kleidungsstil? Hast du andere Hosengrößen, Kleidergrößen? Ja, ja, Andreas, logisch, bei 10 Kilo. Selbstverständlich. Ich fühle mich echt, Hosen sieht schon viel besser aus, habe ganz andere Kleider. Boah, ich habe letzte Hose rausgeholt im Schrank. Ey, dass ich da reingepasst habe. Grausam. Also, Kleidung, Style. ST, Style. Viel besser, klar. Gut, dann geht's weiter. Wie ist es eigentlich so im Training? Kommst du vorwärts? Hast du mehr Power? Hast du mehr Bums? Ja, ja, hallo, ich trainiere seit einem halben Jahr regelmäßig. Ist unglaublich, welche Leistungsfähigkeit habe im Herz-Kreislauf-Bereich. Ich muss immer härter in den Ergometer treten, immer fester am Laufband arbeiten, damit ich überhaupt ins Schwitzen komme. Also deine Leistungsfähigkeit ist auch besser. Ja, das ist klar, klar. Leistungsfähiger, LF, auch viel besser. Und dann sage ich noch, was meint dein Mann? Wie steht dein Mann zu? Ja, der ist mein Mann, hey, der lobt mich immer, der findet es gut, wie ich mich verändert habe. Anderer Lifestyle, ich bin eine ganz andere Frau. Er lobt mich wirklich, er findet es toll. Also auch dein Mann respektiert deine Leistung. Ja klar, soll aber anders. Also, Partner, funktioniert auch. Fällt euch was auf? Das hier, dieses Rote, diese 65 Kilo, diese Problemzündchen hier und da, das ist immer im Fokus. Anstatt man mal Acht gibt, was habe ich denn alles schon erreicht in einem halben Jahr? Wie habe ich mich verändert im halben Jahr? Ist immer nur der Fokus hier drauf.
Immer nur den Fokus auf den 65 Kilo. Immer nur auf den Fokus, ah, da ist noch was und da ist noch was. Anstatt mal wirklich realistisch darüber nachzudenken und zu sagen, hey Kollege, ich war schon richtig gut. Ich habe schon richtig Leistung gebracht und ich werde auch weiter die Leistung bringen. Und ich werde mein Ziel erreichen. Ist eigentlich easy, oder? Aber immer nur den Fokus hier drauf. Immer nur auf die Problemzündchen, die noch da sind. Die werden immer kleiner, immer kleiner. Aber im Mind werden sie immer größer, immer sichtbarer. Und alles andere außenrum, was wir leisten, verschwindet. Das kann es doch nicht sein. Deswegen mein Anliegen, Freunde. Denkt mal genau über dieses Thema nach. Ein bisschen zufriedener sein und vor allem auch mal realistisch darüber nachdenken, wie gut wir eigentlich sind. Und auch zwischendurch mal eine kleine Party feiern und auch mal sich selbst loben. Darüber nachdenken, wie gut wir sind. Freunde, das war's schon. Andreas Wienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Bekannt auch als Mr. T.